Roland Gradl ist das erste Mal dabei bei der Auftaktveranstaltung als Alleinmoderator. Was hat dich dazu bewogen? Wie bist du zu dieser Sache gekommen, dieses tolle Event zu moderieren? Naja, das war 2011, da bin ich am Tag davor angeredet worden von Meier Markus und der hat gesagt, okay, hast du nicht Zeit, morgen ein bisschen was zu reden? Ich habe keine Ahnung gehabt, was da ist, was da passiert. Ich bin da mit da runtergefahren. Ich war überrascht, wie viele da Leute waren schon bei der ersten Veranstaltung. Es war der Veranstalter überrascht, alle waren überrascht. Und so ist eigentlich klammerweise angefangen. Aber Reini, du warst schon seit 2012 waren wir es ja miteinander, gell? Was hat dich bewogen dazu? Ja, Roland, ganz einfach. Also nachdem die erste Veranstaltung so ein Bombenerfolg war, bist du dann an mich herangetreten und hast gesagt, zu zweit war es vielleicht leichter, diese Sache zu moderieren, und genau so ist es. Also es ist auch, glaube ich, aus unserer Sicht fürs Publikum, fürs begeisterte Publikum interessanter, wenn zwei Stimmen moderieren, und so machen wir das also von 2012 bis jetzt, mittlerweile heute das sechste Mal, und wir freuen uns, glaube ich, beide wieder auf ein tolles Event, auf ein super Motorsportspektakel am Flugplatz Nicheldorf. Oder, Roli, wie siehst du das? Ja, genauso wie du. Und was interessant ist, ist das, was da so an Leid bewegt werden, was da Zuschauer bewegt werden für diese Viertelmeile. Das ist schon ein Wahnsinn. Also wir sind jedes Jahr überrascht, oder? Absolut richtig. Also jedes Jahr wird das Ganze noch mehr getoppt. Und ich glaube, aus Sicht des Veranstalters wird es natürlich immer schwieriger, die Erwartungen des Publikums zu erfüllen, weil einfach immer wieder jeder sich noch mehr erwartet. Und so wie heuer haben wir ja wieder ein Riesenprogramm, was der Motorsportclub Dölsach aufgestellt hat, mit tollen Piloten, mit tollen Boliden, und wir freuen uns gemeinsam auf eine super Veranstaltung. Bin ich deiner Meinung. Also, danke, und wir freuen uns auf ein gutes Gelingenheit. Danke auch von meiner Seite und alles Gute. Ja, am heutigen Tag erwarten die Zuschauer, also wir haben wieder ein bunt gemischtes Starterfeld von die Audi Quattro mit 1200 PS, über Audi TT, über Golf, über Ford Mustang, Jet Cobra, Formel 3000 Autos haben wir, Formel 3, Lamborghini, also alles, was das Motorsportherz begehrt. Der Streckenrekord zurzeit liegt bei 10,03 Sekunden, und das Jahr, glaube ich, wird er fallen. Also das Wetter haben wir perfektes, und also der muss das Jahr fallen. Also einen Streckenrekord zu brechen, kommt sicher mal Dutta Racing aus Niederösterreich in Frage, oder HSD Tuning aus Oberösterreich mit der Audi. Also das sind heiße Kandidaten, und vielleicht haben wir ein ganz heißes heimisches Eisen haben wir auch noch im Feuer. Wir haben bei den 70 Starter, das sehen wir jedes Jahr ungefähr gleich und bunt gemischt, also für jeden was dabei. Und natürlich darf man nicht vergessen, Red Bull hat uns wieder einen Patrick Friesacher mit einem Nesca-Auto für eine super Show geschickt. Ist insofern eine super Veranstaltung. Erstens ein tolles Publikum, zweitens gibt es einen gewissen Kick, nicht 400 Meter so schnell wie möglich fahren, nicht? Und deswegen fahre ich da auch öfter her. Ich bin das erste Mal eingeladen worden vor 3 Jahren und habe noch immer einen Rekord da. Der Rekord ist von mir 10,054, und ich hoffe, dass ich das heuer vielleicht verbessern kann oder sogar unter 10 Sekunden kommen. Das war halt mein Traum, nicht?
Ja, ich bin jetzt schon zum dritten Mal da in Nikolsdorf und es macht einfach immer sehr viel Spaß. Vor allem jetzt die letzten 3 Jahre haben wir immer Glück gehabt mit dem Wetter. Es war immer wunderschön und die Veranstaltung an sich sind wirklich zigtausende Besucher. Man sieht da wirklich die normalen Autos, Rennfahrzeuge. Wir sind dann da mit dem Nesca, was wirklich sehr laut ist, 850 PS hat und für die Show ist das halt wirklich das perfekte Auto. Und deswegen, ich komme immer gern daher.